Abgeordneten berichtet. In Deutschland kochte gerade die Debatte über die Honorare von SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück hoch. Und auch hier in Brüssel sorgte sich mancher um den guten Ruf des Parlaments. Unter den Abgeordneten hatte es Fälle von Korruption gegeben. Nun müssen EU-Abgeordnete ihre Nebenverdienste offenlegen. Aber tun sie das auch? Meine Kollegin Gudrun Kirfel hat recherchiert. Das war höchst ehrenhaft, was da vom Parlament vor über einem Jahr in Eile verabschiedet wurde. Ein Verhaltenskodex für die eigenen Abgeordneten. Kollegen der britischen Sunday Times hatten einige Fälle von Korruption im Parlament aufgedeckt. Nun gelobte man Besserung und verabschiedete mit großer Mehrheit den Verhaltenskodex. Ab jetzt also Transparenz. Ein Jahr später, und wie transparent sind denn nun die Abgeordneten? Zusammen mit Nina Katzemich von Lobby Control haben wir uns alle 99 deutschen Abgeordneten im Europaparlament noch einmal gründlich angeschaut. Der Verhaltenskodex verpflichtet jeden Abgeordneten, auf seiner Homepage eine Selbstauskunft ins Internet zu stellen. Die Erklärung der finanziellen Interessen. Doch viele Abgeordnete scheuen diese Selbstauskunft ganz offensichtlich. Ein Fünftel aller deutschen Fragebögen ist nur unzureichend ausgefüllt. Von den 99 deutschen Abgeordneten, die haben wir uns ja angeschaut, haben 21% in irgendeiner Art und Weise lückenhafte Angaben gemacht. Ungefähr ein Fünftel zum Beispiel macht keine Angaben dazu, was sie vor ihrem Mandat verdient haben. Das heißt, die waren eigentlich alle arbeitslos. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Und ein Zehntel gibt einfach eine leere Interessenerklärung ab. Also Name, Unterschrift, das schon, aber sonst nichts. Steht also nichts weiter drin über sie. Die Mehrheit aller Abgeordneten macht korrekte und ausreichende Antworten. Warum aber kommt eine Minderheit damit durch, ihr Einkommen oder ihre möglichen Interessenkonflikte zu verschleiern? Ein dänischer Abgeordneter macht sich regelrecht lustig über den Fragebogen. Bei ihm steht Master of the Universe mit unendlichem Einkommen. Glaubt man den Gehaltsangaben, hat ein Fünftel der Deutschen vorher gar nichts verdient. Rainer Wieland ist Vizepräsident des Parlaments und für Transparenz zuständig. Er leitet sogar eine Arbeitsgruppe, die den Verhaltenskodex noch verfeinern soll. Ausgerechnet seine finanzielle Erklärung ist leicht lückenhaft. Für die Jahre vor Antritt seines Mandats etwa sind ihm die Zahlen nicht bekannt. Wir fragen nach im Büro des CDU-Abgeordneten aus Stuttgart. Ein Jahr haben wir den Verhaltenskodex. Ist der ein Erfolg? Also ich glaube, dass es eine Verbesserung ist. Und es gibt zwar Organisationen, die sagen, da könnte noch ein bisschen mehr sein. Aber dass die Kollegen sich auch ganz gut jetzt drauf eingestellt haben. Und angesprochen auf die Erinnerungslücke. Sie wissen nicht mehr, was Sie in den Jahren verdient haben? Nein. Und wenn eine Steuerprüfung kommt? Das liegt nach der Aufbewahrungspflicht. Also, ich habe das so eingetragen, ich habe keine Veranlassung gesehen, nachzugucken. Tatsächlich, so zeigt er uns dann, gibt es für Abgeordnete, die mehrmals gewählt wurden, eine Ausnahmeregel. Die müssen dann nur Abgeordnete eintragen, Herr Wieland aber schreibt Rechtsanwalt. Wenn nicht mal er den Fragebogen richtig ausfüllen kann, scheint was schief zu laufen. Dann müsste der Parlamentspräsident hellhörig werden. Er entscheidet, ob ein Verstoß gegen den Verhaltenskodex vorliegt. Nur er kann Sanktionen aussprechen. Ja, manche geben ja auch sehr komische Dinge an. Also einer ist Master of the Universe vorher gewesen. Also da wird ja allerhand angegeben. Ja. Also in den Fällen, die Sie gerade genannt haben, dem bin ich auch nachgegangen. Master of the Universe, da habe ich nachgefragt. Das war ein Kollege, der uns schlicht und ergreifend damit zum Ausdruck bringen wollte, lasst mich mit euren Fragen in Ruhe. Das war eine provokative Antwort. Und wir haben ihn dann gefragt, was verdient der Master of the Universe? Und wenn nicht, musst du das hier angeben. Aber jetzt auch Herr Wieland, Transparenzpräsident quasi ist das Parlament, schreibt, die Zahlen seien ihm nicht bekannt, die er da verdient hätte. Ja, jetzt muss ich Ihnen natürlich sagen, dass Sie als Journalistin mit Ihren Recherchemöglichkeiten da deutlich weiter sind, als ich es als Präsident sein kann. Ich habe weder die Möglichkeit, ich sage auch mal dazu, noch die Absicht, als Polizei hier zu agieren, die hinter den Abgeordneten her recherchiert, ob sie richtige Angaben machen. Unsere tollen Recherchemöglichkeiten sind in diesem Fall ein Klick im Internet. Und irgendwer im Parlament sollte dem schon mal nachgehen,
wenn Abgeordnete sich nicht an ihren eigenen Kodex halten. Das Parlament wird nach einem Jahr Erfahrung demnächst noch mal eine Bilanz ziehen. Mal schauen, zu welchem Ergebnis die Abgeordneten dann kommen.